So, und dann würde da der da ankommen. Gut, das ersparen wir uns jetzt einmal. Wie weit kommen da raus? Ein Stück. So, dann setzen wir sie da jetzt mal schnell Woodframes drauf, dass wir da raufkommen. Dann schmeißen wir der Tibra da, da alles rein. Da geht's nicht mehr rein. Jetzt nehme ich das weg. Unterer Kühlschrank. Okay. Beton. Okay. Ich würde sagen, wir machen wieder Doppelfolge und ich das. Ja. Wir sind schon drüber. Unter der Spüle. Eisen. Alles klar. Ist nicht viel, aber vielleicht geht es ja einer noch aus. Okay. Bei dir Stacheldraht hätte. Ah ja, und deine Bolzen. Die schmeiße ich da unter der Spüle rein. Mhm. So. Dann nehmen wir den da weg. Den nehmen wir weg. Den nehmen wir weg. Und dann bauen wir sie da rundherum. So. So, wo bist du? Ich bin gerade auf der Nordwestecke und baue mir einen Laufkanal auf. Ah. Dann beginne ich schon die Metallträger anzubringen. Also ich bin daher gekommen, die Länge habe ich noch. Da bin ich noch nicht. Ach, Kacke. Da ist sie auch noch. Oh ja, da ist. Ja, das ist die letzte Länge. Der Förderblock da. Der ist noch nicht. Was heißt, der ist noch nicht? Noch nicht ausgekehrt. Nein, der ist Holz. Du hast da einen übersehen. Ja, dann lass ihn aus, ich werde ihn wechseln. Für die Betonblöcke härten schon aus. Okay. Das Wegnehmen von der Holz, vom Holz dauert das ein bisschen. So, dann fangen wir mit den Schrägen an. Da muss ich das Eck allerdings noch rein. Ah, das kann ich fertig. Sehr schön. So, zwei Seiten haben wir mit Schrägen. Sehr gut. Ich mach. Hoppala, da komme ich nicht dran. Muss ich vorkommen.
noch. Na, das schaut ja cool aus. Jetzt brauchen wir zum Reparieren noch mehr Metall. Okay, ich werde dich auf die Suche machen. Da ist noch einer, den ich aufrüsten muss. So, ich wehre jetzt rundherum. Ja, ich auch gleich. Na super. Ah ja, was kann ich denn noch aufwerten? Ich will unbedingt noch was aufwerten. Leider. Ah. So, was mache ich mit den Ecken? Gute Frage. Weißt du, was das Thema jetzt ist? Wir können, müssen uns da anders in die Höhe bauen, um reinzukommen. Weil ich glaube nicht, ich probiere das mal, warte, ob da, ah doch, der hält. Ich bin noch nicht sicher, was ich da hier tue. Ich glaube einen ganzen, oder? Ja, nimm einen ganzen. Schaut zwar merkwürdig aus, aber. Ja. Ich hätte nämlich nicht gesehen, dass es so einen Eckstein gibt. Ah, okay. So, meine Lieben. Fakt ist, dass ich jetzt da irgendwie raufkommen muss. Gut. Ah ja, das geht. Das geht schon. Ja, dann würde ich nur die Eisenstangen rausgeben. Und dann laufe ich noch mal kurz rüber. Die müssen wir den Laufkanal da schon wegnehmen. Ja, das, brauchen wir den Laufkanal noch? Nein, ich brauche ihn nicht mehr. Okay, dann nehme ihn weg. So, ich tue die Eisenstangen da rein. Dieses Geländer da. Ja, genau. Das mentale Geländer. Das habe ich auch da reingeben. Wo darf man das platzieren? Das kannst du auf dem äußeren Block stehend drauf. Das ist praktisch ein Schutz, dass sie uns nicht anspucken, die weiter wegstehen. Ah, alles klar. Ja. Das ist eine gute Idee. Und doch können wir durchschießen, gell? Ja. Und Zement, also Concrete Mix ist da unten im Kühlschrank drin und unterhalb der Spüle sind auch einige Sachen. Und ich bin klar. Unterwegs. Gut, ich werde dann mal das aufstellen und den Laufkanal wegnehmen. Ne? Ja. Die 175 Bolzen nehme ich mir. Ja, das sind deine. Das sind. Stil. Ah, es sind Stil. Ja, ich mache immer Stahl. Okay. So, ich laufe. Ist okay. 16:06 Uhr. Okay, dann. Jawohl. Wir haben. Großteil des Baulichen haben wir geschafft. Gut, ich werde als erstes den Laufkanal wegnehmen. Mhm. Das wird am sinnvollsten sein. Ja, weil die Eisenstangen aufstellen, das kann man oben dann oder. Das geht eh von oben. Genau. Ich wirst aber auch wieder nicht ganz raussetzen können. Also die stehen, das ist mittig dann. Ja, die stehen mittig rein zu oder mittig raus zu, wenn es das. Mhm. Und da halt eher in die äußere Hälfte raus. Ja. Mach ich. Die Fackeln, glaube ich, habe ich auch reingelegt. Ah, oh, siehst du, ich habe jetzt einen mitgenommen. Das kann aber ich dann auch noch machen. Okay. Aha, da
Hier noch nicht. So. Langsam brauche ich wieder Licht. Wird nämlich schon. Okay, es hört sich nach unten an. Was soll ich sagen? Gar nichts. Irgendeiner Seite kloppen sie mir herum. Ich bin ja nur gespannt, ob es das bringt, dass wir jetzt nicht mehr drüben sind am Hordentag. Ja, ja, natürlich. Es werden da immer einzelne Zombies sein, aber so die große Masse werden da nicht haben. Ah, Blödsinn, ich glaube, ich habe sogar die Fackeln wieder mitgenommen. Ich habe gesehen, dass ich bei mir noch welche drin habe. Na, die bringe ich dann gleich an. Ja, ja. Ich entferne gerade noch den Laufkanal. Laufsteg eher. Hier? Kann sein, ich sehe es aber nicht. Ich bin undetected. Ja, ich glaube, die klettert da bei mir irgendwo herum. Gut, ich habe natürlich die Forges da laufen. Ja, ja. Da sind wir fertig, die drehen wir gleich mal ab. Da sind wir auch durch. Auch abgedreht. Ich werde aber die Reserveblöcke alle mit rüberbringen. Okay. Die brauchen wir dann nicht, das haben wir dann nirgends verwendet. Obwohl ich die nicht schlecht finde. Ja. Ich glaube, die werden wir beim nächsten Mal ein bisschen bauen. So, da kann man sich einen richtigen Käfig bauen. Mit einem eigenen Abgang, das wär's. Ein Käfig, wo es hinlockt, wo sich dann wieder ziehen kann. So, was nehme ich alles mit? Nein, es war ein wenig ein Abdrehen sonst. Die habe ich mit, den Stacheldrahtzaun habe ich mit. Soll ich noch Holz mitnehmen fürs Reparieren? Ich habe 10.000 Holz im Inventar. Okay, ich habe 4.000. Ich brauche es nicht. Ich bin echt noch nicht lock. 4.000 und wir mit dem Bauantrag, ja. So, da ist alles zu. Ich komme wieder retour. Ja. Nehmen wir gleich die Fackeln raus, dass ich die noch anbringe. Da wäre bei Eisenstangen, da helfe ich die noch mit beim Aufbauen. Alter! Was ist mit dir, du Scheiße? Ich was tust du da? Ich werde einige. Kaputt sind. Ich hasse euch. Lauf um die Biegung rum, steht ein Hund vor mir. Aber mit dem Laufkanal es funktioniert. Okay. Weil die nehmen immer einen direkten Weg zu dir und dann laufen sie automatisch rein, sobald was dazwischen ist. Okay. Ich bin am Reparieren, weil da einige Zacken beleidigt waren. Da ist auch schon wieder ein Hund da vorne. Es ist unfassbar. Da ist einer herinnen bei uns. Das ist ein Gleiche. Ja, der ist aber drinnen gespawnt. Wir haben nirgends ein Loch. Das Gelände ist zu groß. Da drüben schlagt einer so Kreischerin. Die lassen wir jetzt da links liegen. Oh Gott, da stehen schon überall auf und heran. Oh mein Gott. Soll ich dir, verfolg dich her, soll ich was bauen? Nein, geht schon. Ich bin weit genug weg. So. Dann werden wir als erstes die Fackeln anbringen. Ich bin
bin gleich. Ich tue da nur überall die 10 Soldaten. Wieso kann ich 10 Soldaten reparieren? Die Hunde haben was demoliert, die. Mhm. Ich bin leider nicht mehr zum Stacheldraht gekommen. Da habe ich jetzt da nichts zum Reparieren. Ich habe nur so Stacheldraht im Inventar. So, ich laufe mal kurz durch und schaue, wo Fackeln außen hin können. Oder praktisch welche fehlen. Da sind sie drauf, da sind sie drauf. Setzen wir da noch welche. Hä? Was denn? Wo hat denn der die Fackel gerade hingesetzt? Ja, jetzt ist er. Ich will der Fackel an den runden Masten da setzen. Ja. Das, die hängt in der Luft, wenn es da. Also sie bleibt zwar, aber sie schwebt. Ja. Na, bin ich gespannt. So, ich baue mich rein. Mhm. Ah! Ah! Was? Nein! Na! Warum? Scheiße! Ich komm nicht raus! Beweg dich aus dem scheiß Stachel drauf raus! Ich hab dazwischen ein Wutfreund gefällt in dem Kanal. Warum ist da ein Loch? Sieht das alles so schlecht? Ja. Ah, das habe ich jetzt blöd gemacht. Nein, macht nichts. So, ist hier unten noch irgendwas zu tun? Nein, ich habe alle Kanäle weggenommen. An den Ecken mache ich es schräg. So, bisschen Zeit haben wir ja noch. Okay, den hast du schon gesetzt. Ich hab nur einen gehabt. Ah. So, ich glaube jetzt habe ich. Ja, jetzt hab ich einen versetzt. Ja, und ich hab gescheitert, weil es dort, wo die Tür ist, auch einen hingesetzt. Du, wie war das? Was denn? Wir wollten doch nicht den Ausgang versperren. Genau.
So. Gestärkt. Den nehme ich aber jetzt nicht mehr weg, der da nicht schräg ist. Oder? Na. Dann werden sie uns eh als erstes. Werden sie als erstes kloppen. Hm. Ich schaue nur, ob er da durchkommt. Nein. Nein. Wir müssten zwei. Man fällt nicht durch. Ja, ich hätte noch ein paar Rebars, wenn man irgendwo. Wo was ändern wollen? Ja, ich glaube, das passt einmal. Gut, ich leere mal alles. Oder steck mal alles weg, was ich noch brauche. So, Iron. Concrete. Rebar. Die Eisendinger da. Das ist auch schon alles voll, hallo? Ah, da hinten in der Mitte. Das, da ist ein Blödsinn. Ja, da ist noch einiges frei. Ich habe genau 1300 Holz im Inventar. Schaufel werde ich nicht brauchen. Gut. Reserve rein. Futter fassen und auffrischen. Mhm. Stellung beziehen. Vorderlader stopfen. Genau, Vorderlader stopfen. Schmatz, schmatz. Ich nehme die südwestliche Ecke. Mal schauen. Ich hätte zwei Bandagen da. Brauchst du eine? Bandage? Ja. Nein, ich habe noch. Okay. Ich habe noch. Erzählt uns eine gute Nachtgeschichte. Genau. So auf Romantik und so und siehst die Zombies im Horizont herumschlurfen. Okay. Ja, das war's wieder mal und gleich geht's weiter mit Nacht 42. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, schaut's wieder rein. Und ja, wenn wir unsere Horde erwarten. Ciao. Tschüss.